Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute zwei Wesenszüge und zwei Siege. Zwei Charaktereigenschaften und zwei Stärken Jesu, die zum Sieg verhelfen. Und dann noch ein dritter Sieg für unser persönliches Leben. Palmsonntag. Die königliche Prozession, der Einzug in Jerusalem, führt zum Kreuz schließlich. Gepriesen und gekreuzigt. Diese Spannung ist da. Hosanna und Kreuzigen. Palmsonntag führt zur Kreuzigung. Einer der grausamsten Mittel, die je zum Tode und Demütig eines Menschen erfunden wurden von den Römern. Aber seine königliche Hoheit, Jesus der König der Juden, wird hier aber offenbart in seiner tiefsten Demut. Ein Wesenszug in seiner tiefsten Demut. Wir haben ja auch Philipper 2 gehört. Er erniedrigt sich selbst. Dann wurde er erhöht. Er reitet hier auf einem Esel ein. In Geduld. Demut und Geduld. Er trägt das Leiden geduldig wie ein Lamm. Wir wollen heute Morgen Jesus folgen. Wir werden erinnert, was das bedeutet, ihm zu folgen. In Demut und Geduld. Jesaja 53, 7. Er verstummte wie ein Schaf. Er tat seinen Mund nicht auf. Wie viel Geduld muss das mit sich bringen? Die Frucht eines bescheidenen Geistes, und da wollen wir uns immer wieder selbst erinnern und unseren Geist prüfen. Die Frucht eines bescheidenen Geistes ist Geduld. Wer ungeduldig ist, der hat keinen demütigen und keinen bescheidenen Geist. In der Ungeduld zeigt sich der bescheidene Geist. Jesu Demut und Geduld triumphiert im Leiden unter Folter des Kreuzes Todes. Und ich werde ein paar Dinge nochmal erwähnen, was das alles war. Die Demut und Geduld erlauben Jesus Folgendes zu ertragen. Dass alle seine Freunde ihn verließen, desertierten. Dass einer seiner 12 erwählten Jünger, Petrus, ihn verleugnete. Das trug er in Geduld. Er hatte sich auf Petrus verlassen und er war verlassen. Seine eigenen Leute haben ihn abgelehnt und sind weggelaufen. Weiter ertrug er das Anspucken, die Ohrfeigen, die Hiebe der Peitschen auf seinen Rücken, die Peitschen, die aus den Mündern der Pharisäer und Schriftgelehrten kamen, die ihn innerlich zerstört haben. Die verspotteten, ihn hänselten, die Soldaten, das Bedrücken und Bedrängen vieler Menschen, die schlaflosen Nächte, die ungerechte Anklage, das Schreien nach seinem Tod der Masse, die Demütigungen, nackt ausgezogen zu werden am Kreuz, alles wird heruntergerissen. Man wird das in dem Film Passion Christi sehen, wie er dann aufs Kreuz gelegt wird. Diese schmählichen Anblicke. Seine Mutter sieht ihn, die Hitze des Tages mich dürstet, die Folterknechte, der Schmerz, die Einsamkeit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und noch viel mehr. Das alles hat er ertragen in Demut und Geduld. Und gerade darin hat der König gesiegt, in Demut und Geduld. Und so ist er unser König und triumphiert am Kreuz. Über dem Kopf Jesu wurde die Anklageschrift genagelt, kurz Inri. Jesus, Nazarenus, Rex König der Juden.
Wir sehen noch heute, oft abgekürzt, die vier lateinischen Buchstaben, die wir eben angesprochen haben. Und auch in anderen Sprachen waren sie noch dort, auch in Griechisch. Er, der als König am Palmsonntag gefeiert wurde, wurde auch als König am Karfreitag gekreuzigt. Das kommt uns oftmals nicht in den Sinn, dass er als König am Karfreitag gekreuzigt wurde, als unser König. Das Grauen dieser Karwoche wird auch schmählich in der Liturgie der Kirche dargestellt, die uns auffordert zur Ruhe. Gesegnet, gesegnet, Halleluja haben wir gesungen, aber auch dann gekreuzigt im Nachfolgen. Beides wird uns auch im Gottesdienst, gerade am Palmsonntag, abgehoben, gesegnet und kreuzig zu rufen. Doch entsetzt euch nicht wegen der Menge der Menschen, die dies rufen, noch lasst die Liturgie, diesen Gottesdienst, euch zum Anstoß werden. Vielmehr höre, sehe und erkenne dich selbst inmitten der Menge. Wir befinden uns in der Menge der Menschheit, die dies rufen. Halleluja, kreuzige ihn. Erkenne doch die Zerrissenheit deines eigenen Lebens, meines eigenen Lebens, nämlich zwischen dem, was ich glaube, vielleicht sonntags im Gottesdienst, und was ich dann, wenn ich aus dem Gottesdienst rausgehe und am Montag lebe, diese Zerrissenheit, erkenne diese nicht mehr. An dem langen Evangeliumstext, den es auch noch gibt in unserem Gebetbuch, da ist noch ein langer, haben wir heute Morgen nicht gelesen, 56 Verse, der Text ist auch angegeben, da erkennen wir noch mehr, dass die Menschenmenge ihren Willen erhält und ihre Stimmen sogar über Pilatus Schwäche dominiert. Pilatus wollte ihn eigentlich freigeben, aber er ist schwach geworden. Die Menschenmenge dominiert über Pilatus. Auch der hohe Priester und die Ältesten scheinen zu gewinnen. Ihr Wille ist, wir wollen ihn töten, das haben sie immer schon vorgehabt. Die Soldaten und Geistlichen und die Menschenmenge erfreuen sich in ihrer Macht über Jesus. Und zu alledem schweigt unser König Jesus in Demut und Geduld. Die Menge schwelgt in ihrer Macht, doch die Liebe Jesu bleibt stumm. Sie bleibt stumm. Und es scheint so, als besitzen jene die Macht, Leben zu zerstören. Und wer besitzt die Kontrolle und wer gewinnt an diesem Tag? Wer gewinnt wirklich an diesem Tag? Die Menge in ihrer Macht. Oder Jesus in seiner Geduld? In seiner Fehler. Wer ist hier wirklich in Kontrolle? Christi Demut und Geduld können nicht zerstört werden. Der Apostel Matthäus in der langen Evangeliumslese weist uns im Evangelium auf drei Siege Jesu am Kreuz hin. Zwei Charakterzüge, die siegen, und jetzt zwei Siege am Kreuz. Und der dritte Sieg muss noch errungen werden. Erstens der Sieg Jesu über Sünde. Dieser erwähnt er. Als Jesus starb und seinen Geist aufgab, sagt uns die Bibel, siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in, von oben nach unten in zwei Stücke. Der Sieg, den Matthäus beschreibt, ist der über Sünde. Er zerriss diesen Vorhang, die Trennung zwischen Gott und Menschen. Die Entfremdung der Menschheit von Gott dargestellt in diesem Zerreißen der Trennung ist unsere Sünde. Der Vorhang, Jesus wurde zertrennt und auseinandergerissen in seinem Leib am Kreuz, heißt es auch im Hebräerbrief. Der Riss ging durch sein Leben hindurch, wegen unserer, wegen meiner Sünde. Durch den Tod Jesu gab es nun einen neuen Zugang zu Gott, und da heißt es im Hebräerbrief, einen lebendigen Zugang. Können wir den Zugang haben. Der Weg zu Gott ist frei.
Die frühere Trennung wird durch Jesus rückgängig gemacht. In Jesus werden wir eins mit Gott, denn in ihm gibt es eine Vermittlung zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Jesus Christus, ein Mittler. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und dem Menschen, weder der Bischof noch der Priester noch der Pfarrer noch Maria, sondern Jesus ist allein der Mittler. Er heißt nun von nun an auch Gott Mensch. Thomas legte ja seine Finger in die Seite. Mein Herr und mein Gott. Gott, Christus ist Gott. Und er ist das Heilmittel gegen die Sünde. Christus, das Heilmittel gegen die Sünde. Die Medizin, die zum Leben führt. Die Trennung aufhält und uns heil macht. Damit wir mit Gott eins werden. Einmal Demut und Geduld siegt über Sünde. Und dann als nächstes über den Tod. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber wurden geöffnet. Die beiden Methoden der Bestattung in der Erde oder in einer Felsenhöhle bedeuteten etwas. Nun, wie ist Jesus bestattet worden? Krematorium? Nein. Die Gebeine wurden immer zu den Gebeinen der Väter gelegt. Und Abraham begrub seine Frau unter einem Baum in der Erde. Christus wurde ins Grab hineingelegt, überirdisch, nicht begraben und 2 Meter Erde darauf, sondern er wurde auf eine Steinplatte gelegt. Da müssen wir einfach sehen, das ist der biblische Weg auch der Bestattung. Das sollten wir nichts daran ändern, so wie Christus bestattet wurde, auf unser Leben gegeben und genommen, damit es auch auferstehen kann. Der zweite Sieg des Kreuzes Christi geschah über den Tod. Indem er die Sünde heilte, besiegte er auch den Tod. Denn wie die Sünde den Tod hervorgebracht hat, so hat Christus das ewige Leben hervorgebracht. Und so führt uns die Gerechtigkeit Christi zum ewigen Leben. Wir sind nun aus dem Gefängnis des Todes durch das Kreuz Christi befreit. Dies sind die 2 Siege von Sünde und Tod. Er hat uns ewiges Leben geschenkt und den ewigen Tod aufgehoben. Das sind 2 Geschenke. Und dann zum Schluss noch ein Sieg. Aber Matthäus beschreibt noch einen Sieg. Jesus, der Sünde und Tod besiegt, eroberte auch die harten Herzen der harten Soldaten, die dabei standen und lästerten und sich einen Witz noch machten und dann spielten und das Gewand noch verlosten. Das waren harte Menschen gewesen. Eroberte das Herz des Hauptmanns, der Jesus bewachte mit den Soldaten. Als das Erdbeben geschah und sie die Ereignisse sahen und erschraken, da sprach er, dieser ist wahrlich Gottes Sohn. Dieser ist wahrlich Gottes Sohn. Er hatte das Herz eines Offiziers überwunden. Diese 3 Siege sind dann die Siege. Durch Demut und Geduld sind sie aber leidend errungen worden, nicht wie Mohammed, der mit dem Schwert die Siege errungen hat, sondern unser König hat sie leidend in Demut und Geduld errungen. Das ist der Unterschied zwischen allen anderen Religionen, wo die Religionsstifter alle gestorben sind und keiner auferstanden. Unser König hat in Demut und Geduld die Siege errungen, auch über harte Herzen. Die ersten beiden sind vollkommen gültig, aber der 3. Sieg über die harten Herzen, der muss immer noch heute, morgen und übermorgen in aller Welt über alle Menschen errungen werden. Und das ist unser missionarischer Auftrag. Wir haben draußen auch bei unseren Gebetbüchern und Gesangbüchern was noch liegen, die roten Heftchen, Johannesevangelien, das Evangelium muss weitergegeben werden und diese harten Herzen gewonnen werden durch die Kraft unseres Heilandes und durch den Heiligen Geist.
Was wir aber dieser Woche suchen sollen, ist der Sieg Christi bei uns, damit er unsere harten Herzen erobert, damit wir auf das Kreuz schauen und etwas erfahren und wie dieser Hauptmann bekennen, wenn wir rausgehen aus diesem Gottesdienst, sagen wir einmal, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn. Dass wir diese Botschaft mit hinausnehmen. Dieser Gottes Sohn ist mein gepriesener und gekreuzigter König. Jesus demütigt sich, entleerte sich, Philipperbrief, seiner Königshoheit. Er hat sie nicht in Anspruch genommen. Er opferte sich für mich. Er schenkte sich mir, damit ich ganz errettet werden kann. Machen wir keinen Fehler, es war die Sünde der Menschen, meine Sünde, deine und der ganzen Welt, welches das Kreuz und den Tod Jesu notwendig machte. Aber es war besonders die Liebe Gottes, die den Sieg über Sünde und den ewigen Tod erst möglich gemacht hat. In dieser heiligen Woche oder auch Passionswoche, oder wie wir sagen können, heute das Passionsevangelium. Konzentrieren sich auf die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, denn das Kreuz sagt uns, was größer ist. Seine Vergebung bedeckt unsere Schuld. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Kreuz bedeckt meine Schuld. Seine Demut nimmt uns unseren Stolz. Seine Geduld überwindet Hass und Wut und sein Leben reißt uns aus dem ewigen Tod. Gott sandte nicht irgendjemanden, sondern Gott kam selbst in Christus, in Gottmenschen. Dies ist die rettende Wahrheit für alle Welt. Niemand anders rettet. Er kam selbst in der Person seines Sohnes und nahm Fleisch und Blut an, um uns zu retten und für uns zu sterben. Der Richter der ganzen Welt trat an die Stelle des Schuldigen. Der Richter der ganzen Welt trat an die Stelle des Schuldigen, um ein für alle Mal für unsere Vergehen zu zahlen. Dies ist es, was der allmächtige Gott für mich getan hat. Deshalb wollen wir bekennen, dass Jesus Christus unser Herr ist. Wollen wir beim Kreuz uns versammeln und verkünden, wahrhaftig, das ist Gottes Sohn gewesen. Wahrhaftig, das ist Gottes Sohn gewesen. Die Kraft des Kreuzes und des Todes Christi ist da, auch heute Morgen. Die Wirksamkeit seines Todes ist gegenwärtig, damit sie auch hier in der Christusgemeinschaft empfangen wird. Wollen wir also zu Jesus kommen, damit er bei uns den Sieg über Sünde, über Tod und über die Haare am Herzen gewinnt. Und somit seine Vergebung, sein Leben und wir seine Liebe empfangen und genießen können. Amen. Amen.